So, wir sind jetzt angekommen bei Helendorn und der Parkplatz ist einfach mal riesig. Das ist echt heftig. Ich frage mich, ob das hier immer jemals so voll wird. Ja. Also sind wir eine halbe Stunde zu früh. Oh Wir wollen ja auch Mann. die Atmosphäre aufnehmen. Ja, guck mal, sonst hättest du jetzt heute hier noch die ganze Zeit gefilmt. Der Eingang ist hier, da. Ja, stimmt. Okay, wir können nicht. Bist du was bestellt? Ratchet Dive oder was? Doch, süß sagen. Eine kleine Themenfahrt. Wie süß. So viel zum Thema, wir machen die Counts zuerst. Ne? Das so ganz schlimm. Ach, ist das süß. Sind dich erschreckt? Nein, nicht. Dass dich vor der Kamera erschreckt. Ich wollte nicht helfen. Ah ja. Die guckt in die falsche Richtung, die Schlange. Oh. Oh. Film mal nach vorne. Oh, wie süß. Da kann ich mich ducken. Ich hab einen Dark Ride. Ein Dark Ride Card. Jetzt ist die gleiche war. Höhle wie für die Achterbahn. Das war jetzt süß. Ich duck mich mal. Geht das aus? Das geht nicht aus! Geht das aus? Geht da, ich hoffe, das geht aus. Ihr packt mich meine Kamera schon mal weg, ich oder? Ich sehe die Lichtschranke. Ja. Oh, Glück gehabt. Ja. Oh, ein bisschen dunkel. Ich glaube, das überfordert die Kamera. Ja, ich hab Angst. Geh du bitte vor. Ja, ich dachte, du willst es filmen. Ja, ich filme dann weit hinter dir. Matthias, geh auch rein. Oh Mann, die mit der Kamera, ey. Das ist der größte Angsthase. Ich sehe auch nichts. Okay, hier ist eine Treppe. Kommentiere das jetzt einfach, weil man wahrscheinlich eh nichts sieht. Das ist irgendwie seltsam. Hier ist sowas. Darf ich mal? Lass mich mal. Ach, warte, ich mache ein Erdenfoto. Ich filme das. Was ist das denn? Keine Ahnung. Das ist wie in meinem Kinofilm. Ist es eine Achterbahn? Ja. Ja. Ich habe so Angst. Ach, ist ja am Weg. Ja, auch. Hier ist es eng. Ich muss nach vorne. Wahrscheinlich sieht man eh nichts, aber Alter, da sieht man nichts. Guck dir mal das Frontcar an. Du siehst gar nichts, es ist dunkel. Okay. Wenn du vom Backseat on machst. Ja. Oh.
geil. Das war mega cool. Den warte brauche ich nochmal nachher. Also hier darf man keine Freunde haben, weil hier muss man alleine durch. Nee, schon wieder. Oh, ihr dürft zusammen. Ich komme auch. Da rein gehst du auch noch. Hey, cool. Was ist der? Das sieht einfach süß aus. Ein Kronleuchter. Ich geh mal vor. What the fuck? Wie geil! Hab sowas noch nie gesehen. Wenn du das nicht kannst, dann fällt ich hab's nicht drauf, ne? Das ist das Gute. Ich kann nicht. Guck mal, Q-Line. Ich kann nicht Wrestling fahren. Einmal Q-Line gucken. Q-Line the ride. Das ist lächerlich, dass du dein trockenes Bein jetzt auch noch dahin hältst. Die Kurve ist mega süß. Die Kurve sieht zu eng aus. Ja, ist sie auch, oder? Aber es geht doch. Das war so. Aber sie müssen jetzt so Rollen anbauen. Ich glaube, hier sollte ein Tunnel aus Wasser entstehen, oder? Ja. Das wäre ja geil. Das ist auch. Echt schade. Meinst du, das hat schon mal funktioniert? Ich glaube, du bist einfach mega nass dabei. Wahrscheinlich. Ja, oh, jetzt ist hey, guck mal mit Lichteffekten. Das ist ja wie Movieball. Oh, nein. Scheiße. Hat sich wirklich jetzt aber nicht eine Stunde dafür anstehen. Eigentlich war irgendwo war es halt schon zu lang. Na, das war okay. Ja. Das mit dem Wald, das war süß da. Was haben wir jetzt? 25 Minuten ist okay. Kurzes Direktreview, das war süß und nicht zu nass. Und du musst es nicht weinen, ne? Obwohl du das wurde. Deine Peinlichkeit. Ich bin auch. Oh, ich bin verloren. Oh, hallo? Ja, beinahe. Nein, das ist hier sehr gut. Oh, ist schon mal. Shit. Ja, hallo. Oh, ich bin weg.
Arsch waren. Krassester Splash aller Zeiten. Haben wir nur 2 Stunden in diesem Park verbracht, denn für diesen Tag stand noch ein weiterer Park auf unserem Plan. Jetzt möchte ich euch aber zum Schluss noch ganz kurz mein Fazit zu Hellendoorn sagen. Und zwar war ich wirklich sehr überrascht. Der Park ist super süß und hält ein paar tolle Überraschungen bereit, so wie zum Beispiel Riolrad, wo uns der Wartebereich besonders überrascht hat. Oder auch der interaktive Dark Ride Discovery Club. Kurz auf den Punkt gebracht ist Hellendoorn ein süßer, kleiner, gepflegter Familienpark mit netten Mitarbeitern, dem man zumindest auf der Durchreise unbedingt mal einen Besuch abstatten sollte. Nun hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Das Video zum letzten Park auf unserer kleinen Holland-Tour ist in der Videobeschreibung verlinkt. Bis bald!